Was macht ihr dann? Wenn Nico nicht mitmacht, fehlt euch einer. Tamara, das wissen wir, aber wir haben immer noch keinen Sechsten gefunden. Gib uns Zeit, bitte, ja? Die Frist für die Einschreibung der Teams endet heute. Bis heute Abend haben wir vielleicht jemanden. Gib uns nur ein paar Stunden. Bitte, Tamara, bitte, bitte, bitte. Meinetwegen, wieso nicht? Bis morgen früh muss ein Sechster da sein. Und klappt das nicht, war's das mit den Vorausscheidungen für euch, verstanden? Ja, ja, verstanden. Danke, Tamara. Trainiert jetzt, ich will Fortschritte sehen. Ist okay. Gut. Tamara, wir brauchen dieses Team. Für meinen Erfolg als Trainer. Ich meine, für unseren Erfolg als Trainer. Mit ihnen haben wir gute Chancen. Die sind fantastisch. Ja, entschuldige. Leute, ihr sollt mit dem Training anfangen. Und zwar sofort. Hopp, hopp. Machen wir. Komm, wir sagen allen Bescheid. Danke, Tamara. Danke. Hab ich Ramiro gehört? Wollt ihr mir was sagen? Nein. Ich wollte sowieso gerade gehen. Gut. Ich höre. Nein, nichts. Ich wollte nur sagen, dass ich was mitgekriegt habe, aber unnötig. Ich verstehe gar nichts. Ah, über den Wettbewerb. Es kommen mega gute Gruppen und wir müssen extrem üben. Ah, das war's. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir trainieren einfach mehr und fertig. Noch was? Entschuldigt, dass ich euch unterbreche. Alles gut? Ja, ich gehe mal auf die Bahn. Wir müssen trainieren. Luna wartet schon auf uns. Gut, dann los. Denkst du immer noch daran, was Tino und Kato gesagt haben? Ja, ja, schon, Monika. Ich habe das Gefühl, dass die beiden irgendetwas vor uns verheimlichen. Ich würde zu gern wissen, was und warum. Ach, Miguel, du nimmst das zu wichtig. Glaubst du wirklich? Ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie uns irgendetwas ganz Wichtiges verheimlichen. Besonders, weil sie weder von dem Medaillon noch von Roberto reden wollen. Und er war immerhin hier mal angestellt. Miguel, mir scheint, du übertreibst da ein wenig. Tino und Kato darf man nichts glauben. Du kennst sie doch. Sie können aus jedem x-beliebigen Grund nach Mexiko sein. Reden sie auch über Mexiko? Warum fragen sie, Amanda? Redet sonst noch jemand über Mexiko? Kato, neulich Abend. Und was hat er gesagt? Ich weiß es nicht genau. Irgendwas von Akten auf dem Seeweg. Was denn für Akten? Ich habe ihn nicht verstanden. Ich glaube, er wusste selbst nicht, was er da redet. Das war alles. Glaubst du mir jetzt? Stopp! Nein! Nein, Leute, so geht das nicht. Was soll das? Diese Schritte haben wir doch schon tausendmal geübt. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich eine gute Choreografie mache. Wir brauchen etwas völlig Amber. Neues. Was wir brauchen, ist, dass du aufhörst, alles kontrollieren zu wollen. Wir sind ein Team, nicht deine Assistenten. Wir haben auch Ideen. Matteo hat recht. Wir sind ein Team. Wir alle müssen bei der Choreografie mitarbeiten. Sehe ich auch so. Ich habe ganz viele Vorschläge. Seit wann denkst du so wie er? Ich glaube, niemand von uns allen hat so geniale Einfälle wie unsere Amber. Ihr Charisma und Talent sind fantastisch. Entweder man hat es oder nicht. Mach doch eine Pause mit Felicity und konzentrier dich auf die Bahn. Leute, ich möchte bestimmt keine Unruhe stiften. Ich wollte nur etwas Neues vorschlagen, um weiterzukommen, damit wir mehr Erfolg haben. Und jetzt? Nochmal von vorn? Los. Ja. Musik! Wer sagt's denn? Ausgezeichnet, ihr habt euch wirklich verbessert. Das war sehr gut. Sehr gut. Wir müssen aber noch an der Dynamik arbeiten. Ja, legt mehr Power in eure Bewegungen und achtet auf den Takt. Fangt so an. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann nach vorne, um Platz zu machen und den Raum zu öffnen. Macht eine Drehung. Ja, arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Höhere Figuren, tiefere Figuren. Ja, okay. Danke. Wir werden das berücksichtigen und versuchen umzusetzen. Wartet nur, bis ihr die fertige Choreografie seht. Sie wird wunderbar. Also dann, morgen um genau dieselbe Zeit. Alles klar, Leute.